die Roten hierher schicken und das Einhorn mal ein bisschen anzünden. Oh Gott, was machen Sie? Ja, leck mich am Arsch. Hallihallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Overlord. Wow! Ja, beim letzten Mal hatten wir die biblische Plage der Frösche entdeckt hier im Dunkelwald. Oh! Das ist ein bisschen schlimmer als in der Bibel, glaube ich. Liebe Ägypter, wir können euch jetzt verstehen. Oh Gott. Oh, ich will gar nicht mehr gegen das Kleinzeug kämpfen. Ach, guck mal, wie der Böse schaut. Quark-Typ. So. So ein Frosch möchte ich auch nicht sein, immer schlecht gelaunt. Also ich glaube, Frösche sind grundsätzlich schlecht gelaunt. Oder ist es am Ende eine Kröte? Ich glaube, das sind Frösche. Egal. Ja, beim letzten Mal haben wir den Wurzelknoten hier im Dunkelwald zerstört. Das war mehr Zufall. Nein, es war schon in gewisser Hinsicht Absicht. Egal. Das war schon in gewisser Hinsicht geplant. Denn ich wusste ja, dass ich mit den Blauen hier irgendwann mal weiterkommen werde. Und so ist es jetzt auch gelaufen. Ich habe mir mal 6 Blaue eingesteckt. Die können hier aber gleich wieder warten. Da vorne gibt es schon wieder Frösche zu töten. Das ist das Overlords neue Lieblingsbeschäftigung. Griesgrämige Frösche. Oh Gott, der hat mich umgestoßen. Das ist ja Wahnsinn. Aber mehr machen sie irgendwie auch nicht. So richtig fiese, griesgrämige Frösche verprügeln. Und Ratten. Boah. Aber die Ratten brennen wenigstens schön. Das erfreut mich. Boah, da ist schon wieder ein Frosch. Wahnsinn. Schergen, könnt ihr mal hier Platz nehmen? Ich muss den Frosch grillen. Und zwar mit meinem Flammenschwert. Oh. Ich find's geil, dieses Schwert. Ah, es haut so schön rein. Ja, sorry, dass wir die Frösche jetzt hier nochmal besiegen müssen. Aber ich musste vorhin kurz pausieren wegen der Lags. Jetzt musste ich mal zurück in den Turm gehen und dann bin ich wiedergekommen. Und jetzt sind natürlich die Frösche wieder da. Ist ja logisch. Ich meine, ist ja, wenn ihr schnell mal nach Hause geht und in einem Gebiet 1000 Frösche getötet habt, dann sind die nach 5 Minuten auch wieder da. Das ist Gesetz. So, Schergen, nehmt was auch immer es ist. Ja. Gut gemacht, Schergen. Mann. Also, beim letzten Mal war ich zumindest bis hierhin irgendwo gekommen. Hier gab es rote, ne? Ja, genau. Da holen wir uns einfach mal 10 Stück davon. Schaden kann es nicht. Und haben wir sonst noch Schergen? Oh ja, hier haben wir braune. Das ist gut. Hier bei den komischen Elfengeistern. Trübsinnige Geschöpfe. Leben in einem wunderschönen Wald, aber Hauptsache sie sind melancholisch. Wunderbar. Ja, wieso auch nicht, ne? Wenn der Wald schon schön ist, dann muss man da irgendwie einen Kontrapunkt setzen. Aber es ist wirklich so, ne? Krantige Frösche, melancholische Elfen. Die haben hier die Freude auf keinen Fall erfunden. Das ist sehr traurig. Der Dunkelwald, ein Ort des Angefressenseins. Ja, so kann man das schön und nett zusammenfassen. So, meine Scharfschützenbrigade, die geht erstmal hier vor und grillt hier noch ein paar weitere Käferchen. Wer hat sich denn das schon wieder ausgedacht, dass hier blöde Giftwolken sind? Das finde ich mal ganz uncool. Ja, die Käfer, ne, sind auch nicht sehr viel anders. Die verbreiten hier überall Gift und Galle. Das heißt, sie sind auch unzufrieden mit dem Wald. Oh! Lasst euch halt abschießen. Weißt du was? Drauf! Drauf, wir töten jetzt den Käfer so. Es geht ja viel schneller. Warum auch nicht? Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, guck mal, hier ist ein grünes Nest. Ach so. Ja, das hätten wir natürlich vorher wissen müssen. Jetzt habe ich in weiser Voraussicht natürlich meine Vollbesetzung von mittlerweile stolzen 26 Schergen hier ausgebildet. Und ja, jetzt ist natürlich kein Platz mehr in meiner Gruppe. Müssen wir einfach mal 5 von den Roten zurückschicken. Die Braunen können hier inzwischen mal die komischen Säcke oder was es auch immer ist hier kaputt machen.
Und dann können wir uns ein paar Grüne holen und dir erstmal den Giftmüll entsorgen. Umweltprojekt des Overlords, Phase 2. Phase 1 war, wenn ihr euch erinnern könnt, vor Urzeiten mal in Himmelsspitze im Naturschutzgebiet. Die Geschichte mit den Wasservögeln. Das war Umweltprojekt Nummer 1. Und jetzt folgt Umweltprojekt Nummer 2. Entgiftung des Waldes. Schergen dürfen sie ja aussaugen. Nee, sie pusten diese Giftblumen aus. Ja, genau. Auspusten der Giftblumen. Das lernt man schon im ersten Semester grüner Scherge werden. Die Schergen haben natürlich alle studiert. Das ist ja klar. Denn ansonsten wären die ja hier gar nicht... die wären ja hier sonst gar nicht aktionsberechtigt. Oh Gott, meine Maus hängt gerade fest. Ach, die Maus ist irgendwie mit den Schergen zusammen eingefroren. Das ist uncool. Was zur Hölle geht hier eigentlich ab? Seid ihr jetzt wieder normal? Ah, das ist nur die alljährliche Schergenkrankheit. Die tritt einmal alle 6 Monate auf. Und liegt an dem hohen Bierkonsum der Schergen. Braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Das ist ganz normal. So, melancholische Elfensäcke. Was ist mit euch? Der heilige Hain ist der letzte Teil des Dunkelwalds, der nicht zerstört ist. Och, wie schön. Unser alter Baum steht. Aber wie lange noch? Der Ort ist verseucht. Sie wissen nicht, wie sie den Baum zerstören sollen. Ich ja. weiß, ihr braucht Hilfe. Baum findet ihr ein altes Artefakt. Holla. Ja, und Einhörner. Toll. Als wäre es so einfach gewesen. Ihr findet ein Artefakt, aber leider auch Einhörner. Mann. Wie gehen wir jetzt an die Sache ran? Ah, ich habe eine Idee. Vielleicht können wir... Ja. Vielleicht können wir die Roten hier irgendwo... Meint ihr, das klappt? Die Roten hierher schicken und das Einhorn mal ein bisschen anzünden? Oh Gott, was machen sie? Ja, leck mich am Arsch. Ja, leck mich am Arsch. Die haben den Hain angezündet. Ah! Der heilige Hain. Was habt ihr getan? Was habt ihr getan? Es brennt lichterloh. Naja, das, was davon übrig ist. Sorry, ich hätte es euch eher zeigen sollen. Ja, so löscht man Einhörner aus. Oh, jetzt bin ich glücklich. Das freut mich. Jetzt bin ich... Nein, jetzt habe ich meine innere Mitte gefunden. Ist das nicht schön? Boah, krass. Wir haben einfach den Hain angezündet. Immerhin haben wir jetzt wieder Böses getan. Also das ist auch ein großer Vorteil. Ich hatte mich ja irgendwann mal beschwert, wir sollten wieder mal Böses machen. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Ja, ist das geil. Zugegeben, ich hätte es voraussehen können, dass die roten Schergen hier Schaden anrichten, aber... Daran habe ich nicht gedacht. Aber umso cooler ist es. Jetzt haben wir den Hain angezündet. Das ist nett. Ich meine, ganz ehrlich, das ist ja nur weiteres Holz. Ich meine, Holz haben sie ja genug im Wald. Was soll's? Ob heilig oder nicht, ist doch egal. Das Holz ist Holz. Kann man sich ja was Neues basteln draus. Sollen sich bloß nicht so anstellen. Beziehungsweise jetzt haben sie wenigstens einen Grund, melancholisch zu sein. Ach, die Roten. Ach so, die Roten schießen hier schon weiter fleißig. Das ist gut. Ja, ihr könnt mir hier helfen. Das ist gar nicht schlecht. Dann der Rest von euch, der wartet hier einfach mal. Und wir gehen als Overlord himself da runter in the water und killen mal ein paar von den Käfern. Und auch die Kleinen. Die Kleinen haben hier überhaupt keine Chance gegen uns. Die sollen auch am Grill sterben. Ja. Ich finde das eigentlich ein ziemlich cooles Wort. Oder was heißt ein Wort? Name. Ein cooler Name für unser Schwert. Der Grill. Naja, klingt doch nicht so geil. Das klang in meinem Kopf irgendwie besser. Ach. Das sollte in meinem Kopf bleiben. Bloß nicht herauskommen. Das ist nicht gut. Ah, aber die Roten machen hier eigentlich ganz gute Arbeit. Das ist gar nicht so schlecht. Naja, wir machen natürlich zweifellos die bessere Arbeit mit unserem Feuerschwert. Le Grill. Ah, mit dem französischen Artikel klingt alles viel besser. Le Grill. Unser Schwert Le Grill oder La Grill. Schwerter sind ja immer weiblich, oder? Nein, Autos sind immer weiblich. Nein, Boote sind immer weiblich. Ach, keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich brauche mal 6 von den blauen. Also alle von den blauen, die ich habe. Die ich mitgenommen habe. Die können hier nämlich ein paar Sachen kaputt machen. Das habe ich gesehen. Oh, wir hätten da auch hingekonnt. Schlau.
Okay, da kommen wir nicht hin. Aber der Blaue braucht 1000 Jahre, bis er damit durch ist. Ja, nicht alle, nee. Nur die Blauen, die dürfen hier... Ja, aber wozu sollte ein Blauer auch eine Waffe nehmen? Ich meine, die sind ja eh nicht dafür da, zu kämpfen. Nur um zu heilen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach so, ja, na klar. Wir haben ja hier noch ein Objekt, ey. Die Schergen sollen alle zu mir kommen. Und die blauen Schergen tragen das Objekt. Denn wenn ich mich richtig erinnere, dann müssen die durchs Wasser gehen. Und das wäre ein bisschen doof, wenn sie das nicht schüfen. What? Egal. So, ihr Schergileinchens, also. Auf geht's. Ja, jetzt habt ihr wirklich einen Grund, traurig zu sein. Jetzt, wo ich euren Wald angezündet habe. Es ist auch unfair gewesen, dass die Elfen einfach sauer sein dürfen, obwohl sie eigentlich gar kein Recht dazu haben. Ich finde es wirklich nett von mir, dass ich ihnen jetzt das Recht eingeräumt habe. Oh, warte, 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 warte. Die Blauen sind mir zu schnell. Am Ende wartet da noch ein großer... Da wartet ja wirklich ein großer Frosch. Das war doch nur so dahergesagt. Da müssen wir kurz... natürlich sind nur wieder 5 an dem Sammelpunkt. Krass, der steht jetzt genau bei unserem Lebensobjekt. Finger weg von meiner Gesundheit. Oh, oh Gott, böses Amphib. Das ist eigentlich Amphib oder Amphibie? Böse Amphibie. Böses Amphib. Ist doch egal. Tötet den Frosch. Naja. Na gut, wir machen's. So. Okay, also. Dann, Leute. Jetzt könnt ihr den Objekt tragen. Gott. Den Gegenstand. Den Gegenstand. Es gibt ein Wort. Also, wenn ihr euch verhaspelt, immer dran denken, es gibt bestimmt ein Wort, wenn ihr den falschen Artikel benutzt, es gibt bestimmt ein Wort, dass es einen Artikel braucht und ein Synonym ist. Immer dran denken. So. Okay. Gut. Na gut, dann schnappen wir uns doch mal ein paar weitere Blaue und machen den Dunkelwald noch ein bisschen unsicherer, als er ohnehin schon ist. Indem wir hier noch den Rest erkunden. Es gibt ja hier noch einiges zu erkunden, das wissen wir ja. Also wir haben zumindest schon mal das eine oder andere gesehen. Wir hier mal die Schädelknochen-Dinger kaputt machen. Oh, diese Frösche, wie sie mich wahnsinnig machen. Also wenn 14 Schergen auf einen Frosch draufhauen, dann geht er fast kaputt. Da kann man doch Kapital draus schlagen. 14 Schergen und der Frosch. Das neue Nachmittagsprogramm auf dem Kinderkanal. Ich habe schon ewig nicht mehr Kinderkanal angesehen, wenn wir überlegen. Wann habe ich denn zuletzt Kinderkanal angeschaut? Gibt es das überhaupt noch? Keine Ahnung. Ich beschäftige mich überhaupt nicht mehr damit. Aber ist auch gut so. Warum sollte ich mich damit beschäftigen? Gibt eigentlich echt keinen Grund. Es ist mir nur so gerade eingefallen, dass man das eigentlich auch mal wieder schauen könnte. Eigentlich nicht, aber... Ich habe mir nur gedacht, da war doch irgendwann mal was mit dem Kinderkanal. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da überhaupt angesehen habe. Das ist schon so lange her. Ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern. Wahnsinn. Ich habe jetzt zwar in der letzten Zeit relativ viel ferngesehen oder Videos und Filme geguckt, weil ich ja wie gesagt 2 Wochen krank war und ja. Also viel kann man da nicht machen. Schön, man kann sich da mit Filmen und Serien beschäftigen. Ich hatte das Problem, eigentlich wollte ich viel lesen, nur ich hatte dann Fieber und Kopfschmerzen und da wurde mir beim Lesen regelrecht schlecht. Dann haben mir richtig die Augen wehgetan und der Kopf und dann wurde mir schwindelig und deswegen konnte ich eigentlich nicht sehr viel anders machen als Fernsehen gucken. Und dann habe ich mir so überlegt, ja, was könnte ich denn anschauen? Weil ganz normal Fernsehen finde ich dann auch blöd. Wenn ich schon so viel Zeit habe, Krankheitszeit, dann will ich auch mal eine Serie irgendwie durchsuchten. Wenn ich schon mal die Gelegenheit dazu habe.
zeitlich auch. Und dann habe ich mir gedacht, was könnte ich mir denn anschauen? Was mochte ich denn zum Beispiel früher? Oder vielleicht sollte ich irgendwas Neues ausprobieren. Und bin dann auf ein Anime gestoßen. Auf einen meiner Lieblingsanimes. Nämlich Detektiv Conan. Habe ich als Kind immer wahnsinnig gerne gesehen. Und das ist mir wieder eingefallen. Und da habe ich mir jetzt die ganzen Folgen, die es auf Deutsch gibt, habe ich mir jetzt da angesehen. Und ich bin nach wie vor riesen Fan von diesem Anime. Das liegt vielleicht einfach daran, weil das so ein bisschen zum Nachdenken ist. Und so ein bisschen mehr, ja, der ist ein bisschen tiefgründiger an manchen Stellen. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Also gerade was die Psychologie dann immer der Täter angeht. Also schon echt cool gemacht. Und ja, das hat mich damals schon begeistert und begeistert mich nach wie vor. Und ich kann mich erinnern, dass ich mich schon vor Jahren geärgert habe, dass Detektiv Conan einfach nicht weiter synchronisiert wurde. Da gibt es irgendwie 800 Folgen mittlerweile auf Japanisch. Und auf Deutsch gibt es irgendwie gerade mal 300. Und das hat mich damals schon geärgert, weil ich mir dachte, warum machen sie denn nicht weiter? Ja, und leider haben sie bisher immer noch nicht weitergemacht. Das ist irgendwie dauernd zwar in Diskussion, ob sie weiter synchronisieren oder auch nicht. What? Schergen? Seid nicht doof. Aber irgendwie weiß man es nicht. Also es wird irgendwie dann doch nie was draus und das finde ich persönlich sehr schade. Oh, die Schergen bewegen sich gerade wieder in Zeitlupe. Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, Schergen sind wieder normal, einigermaßen. Kann es weitergehen. Ja, wie gesagt, ich frage mich schon lange oder wünsche mir schon lange, dass die Synchronisation fortgesetzt wird. Ich habe irgendwie keine Hoffnung, aber ich will mir das im Japanischen nicht anschauen. Es begeistert mich einfach nicht so in der japanischen Synchro. Das, ich meine, ganz davon abgesehen, dass ich es nicht verstehe und Untertitel lesen müsste. Finde ich, es hat nicht so viel. Das finde ich sehr schade. Aber kann man nichts machen. Wie gesagt, es hilft nur hoffen, dass sie es irgendwann mal weitermachen. Würde mich übrigens interessieren, ob ihr Detektiv Conan auch mögt, beziehungsweise ob ihr es überhaupt mal gesehen habt, ob ihr das kennt und wie ihr das so findet. Mein Lieblingsanime übrigens, das war immer Digimon. Allerdings nur die allererste Staffel. Danach fand ich, hat es irgendwie verloren. Also, ja, klar, zweite Staffel war auch noch ganz nett, aber die erste war irgendwie voller Power und das habe ich in den späteren Staffeln vermisst. Was mir in Digimon immer besonders gut gefallen hat, war eigentlich auch so ein bisschen, war der psychologischere Ansatz von Themen. Dass man sich zum Beispiel auch mit Problematiken wie Scheidungskind oder Elternliebe, Adoption und sowas beschäftigt, was ja eigentlich Heranwachsende durchaus in gewisser Hinsicht belasten kann, was ein wichtiges Thema für die sein kann. Und das hatte immer so durchaus erzieherischen Wert. Und das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Vor allen Dingen, weil da auch Werte wie Freundschaft oder Zuverlässigkeit oder solche Dinge einfach behandelt werden. Und das finde ich ist gerade in einer sehr leistungsorientierten ökonomischen Gesellschaft total wichtig, dass man das nicht verlernt oder vergisst oder man da auch gewisse Moralvorstellungen entwickelt. Und das fand ich wurde bei Digimon immer ganz besonders cool erzählt. So. Guck mal, da vorne ist was. Aber ich glaube, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich hoffe, der Käfer tötet mich bis dahin nicht. Ich sage, es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Und seid gespannt, was da hinten hinter dem Zaun ist. Bis dann. Hi Leute und herzlich willkommen zum nächsten Arena-Special. Heute geht's gegen die fallenden Ritter. Ja, genau, gegen die... Oh Mann.
Ja, das wissen wir. Heute geht es gegen die gefallenen Ritter. Kannst du aufhören zu reden, Narr? Er redet weiter, ohne mich zu fragen. Habt ihr sowas Unverfrorenes schon mal gesehen? Mann. Das fühle ich mich echt unterdrückt. So. Diese Ritter, die da drüben stehen, beziehungsweise die jetzt kommen, um zu kämpfen, die haben eine wichtige Funktion und eine wichtige Vorgeschichte. Und zwar kommen die aus den Reihen des Bösen. Und zwar kommen immer mehr aus den Reihen des Bösen, und das finde ich eher nicht so nett. Also die feurigen Gesellen sollten mal schießen. Die Ritter des Bösen sind im Grunde genommen ganz nette Menschen. Sie haben bloß einen Fehler. Und zwar sind das alles Rechtshänder. Der böse Gebieter von Zork, das ist ein mittelalterliches Rollenspiel im Süden von Loriendor. Loriendor ist ein beliebiges Reiseziel in Südost-Sevilla. Und das große Problem ist, der dort vorherrschende Boss, der im Grunde genommen nichts anderes ist als die Mischung aus einer Krake und einem Diamanten, der ist unglaublich rechtshänderfeindlich. Das liegt daran, dass er selbst zwei linke Hände hat. Und deswegen ist er ein sehr unangenehmer Zeitgenosse, wenn es um das Thema Rechtshänder geht. Wie man sieht, sind die Ritter begeisterte Rechtshänder. Sie verwenden zwar auch einen Schild in der anderen Hand, aber das ist im Grunde genommen nur so ein kleines Kinkerlitzchen, ein Modeaccessoire, das sie bei Versace ganz oft gemacht haben. Das ist im Prinzip die Handtasche, nichts weiter ist es. Und deswegen ist das keine Beidhändigkeit, die uns die Ritter hier präsentieren auf dem Laufsteg, sondern es ist halt einfach nur eine Einhändigkeit. Und zwar eine Rechtshändigkeit. Ja, die Ritter sind an sich den Laufsteg sehr gewohnt. Das haben wir auch gehört im Zusammenhang mit Versace und so weiter. Erstmal mussten sie eine Waffe tragen, das fanden die alle nicht so besonders dufte. Aber was will man machen? In der Not frisst der Teufel fliegen, so heißt der Spruch eigentlich. Und der fliegenfressende Teufel war nicht der Einzige, der sich beschwert hat über diese Ritter, sondern eben auch der Boss, weil erstens konnten die kaum ein Schwert schwingen, also mussten die erstmal erzogen werden, die mussten trainiert werden, um das zu tun. Und dann waren es auch noch alles Rechtshänder. Und dieser Typ, der eine Mischung eben ist, der fand das nicht so toll, weil er mit zwei linken Händen auf die Welt gekommen ist und wir waren blitzeschnell hier durch und deswegen ist das schon das Ende dieser Geschichte. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.